Zukunft als digital. Das klingt banal. Mit der Zukunft wird schon lange angefangen. Wir sehen es ja an unserem Alltag. Wir kaufen uns Fliegerticket online, kommunizieren selbstverständlich über WhatsApp, Like-Beiträge machen wir auf Facebook, wir sammeln Punkte mit unseren Klientenkarten. Technik an unseren heiseren Gebäuden wird immer mehr energieeffizient, das sind die sogenannten Smart Buildings. An einem Auto da geht ohne Informatik schon lange nicht mehr. An unserem Leben verändert sich also nicht nur technisch seit, sondern auch eine gesellschaftliche Revolution am Gange. Es stehen komplett neue Wirtschaftsmodelle, die für drun nicht möglich wären. Ich gebe euch zwei Beispiele. Uber, eine Unternehmung, die online durch Klienten und Privatchauffeur vermittelt, froh, was geschieht mit den Taxibetrieben. Ein anderes Beispiel, Airbnb, wo ich für Privatleute ein Zimmer oder ein ganz Wohnung lohnen kann, froh, was geschieht mit den Hotels. Sharing Economy nennt sich das. Den Einzelnen geht immer mehr zu dem, der Services anbietet, und nicht in den just Services konsumiert. Digitalisierung dominiert aber nicht nur immer mehr als Ökonomie, sie bringt auch ein gesellschaftliches Changement auf verschiedenen Niveaus mit sich. Die zwischenmenschliche Kommunikation, ob in der Familie oder im Beruf, ändert sich. Da muss ich schon darauf aufpassen, dass es aber nach Plätzen und Zeiten ohne E-Mail, ohne SMS geht, zum Beispiel um Jüstisch, an der Familie. Die Education muss neue Kompetenzen vermitteln. Wie soll ich an dem ganzen Internet-Ozean von Informationen das Richtige und das Wichtigste von dem Falschen und Nebensächlichen trennen? Eine Reaktion auf Changemente kann Sinn für einfach aufzublocken und sich zu sagen, ich kann auch nicht das. Mit Entwicklungen wie Digitalisierung lassen sich nicht abhalten. Dafür ist froh, wo liegen Chancen? Wie können wir eine positive Grundausstellung vis-à-vis vom Fortschritt anholen? Und da ist Politik gefordert. Sie muss Entwicklungen antizipieren, das heißt, sich mit Zeiten mit den neuen Bereichen auseinandersetzen und das mit Blick auf die Zukunft an Gesetze auflesen lassen. Der Entwicklung permanent an den Ruhe laufen geht nicht durch. Es geht nicht mehr, es muss endlich Schluss sein mit Nachbesserungen, die drei oder mehr Jahre zu spät kommen. Politik muss dynamische Entwicklungen positiver mit bestmöglichem Profit für die Bürger begleiten, weil die Entwicklungen sind nicht abzuhalten, mit oder ohne Politik. Politik kann aber die rechtliche Kader setzen, für das alle Bürger und dem Fortschritt beteiligt können gehen. Bei der Digitalisierung also dann Europa 45-12. Wir leihen nämlich schon einen Rund, haben in Amerika, haben in den asiatischen Ländern. Das hat Jean-Claude Juncker erkannt an den digitalen Bannenmarkt zu einer Top-Priorität von seiner Kommission gemacht. Und hier geht mit einem neuen Aussatz und das horizontale Aufgabe rund. Für drun wird Verantwortung für das Digital an enger Hand. Los schaffen über 10 Kommissären aus mehr wie 10 Teilbereichen und dem Mammutprojekt unter der Responsabilität von einem Vizepräsident, den Andrus Ansip, den als früherer Regierungschef von Estland schon gewiesen hat, was hier kann. Hier hat nämlich da aus einem Agrarstand ohne Zwischenetappe ein Modellland für digitale Vernetzung gemacht. Dass gerade diese Politiker laut Verantwortung für den Bereich an der EU-Politik hat, mischt ganz deutlich, Europa hat mit der Abholjurst angefangen. Gesetze mit Voraussicht machen, heißt für Europa Grenzen aufrappen und Vertrauen abbauen. Zum Beispiel müssen die Grenzen bei den Droits d'auteur reformiert gehen. Die Gesetze sind auch aus dem Jahr 2001, 400 digitale Revolution also. Und da das wirklich stark verhält, die Europäer müssen also überall an Europa können auf Videos und Musik zurückgreifen, ohne dass sie gesagt kriegt, das geht nicht. Geoblocking, wie in Haut besteht, als ein Anachronismus
an einem einheitlichen Markt. Der Kommissar Oettinger wird nach am ersten Semester von diesem Jahr ein Gesetzesprojekt vorlegen, und auch beim Datenschutz, wo ich für rund 3 Jahre angefangen habe, Grenzen aufzurappen. Da muss ein europäisches Gesetz für den ganzen Kontinent gelten, im Platz von 28 nationalen Regeln, die sich auch nach widersprechen. Die Datenschutzdirektive soll aber vor allem Vertrauen schärfen. Wenn über 90% von den Internet-Usern nicht online kaufen, weil sie kein Vertrauen haben, dass ihre Daten am Netz sicher sind, dann haben wir ein Problem. 92% von den Europäern machen sich Sorgen, dass ihre Daten ohne ihre Zustimmung genutzt am Missbrauch gehen. Bürger und Unternehmen brauchen dafür streng Datenschutzregeln, für das nicht Vertrauen entsteht. Sie müssen einfach, klar und rechtlich durchsetzbar sein. Das Europaparlament hat sich mit großer Majorität dafür ausgeschwert, so etwas zu machen. Lo ist es darum, dass auch der Konseil von den Ministern seine Hauptaufgabe mischt. Und auch etwas anderes muss die Politik leisten. Sie muss dafür sorgen, dass wir die Infrastrukturen kriegen, die wir brauchen, für dass die digitale Revolution Realität wird. Weil es kann ich nicht mit einem Formel-1-Auto auf einem Velosweg fahren. An Highlighter an Europa wirklich an den Rand. Guckt mal nehmen den Ultraspeed-Internet, den schnellen Internet. Nehmen 10% von den Städten an der Europäischen Union haben die sehr Glasfaser. Am Vergleich, in Japan sind es 43%, in Südkorea 58%. Das Podium am Breitband kommt also ganz klar aus Asien. Auch beim Thema Datenvitesse. Die ersten Europäer am Ranking sind Schweizer, an diese bekanntlich nicht einmal an der EU. Wir haben also ein seriöses Problem. Wie packen wir das? Wie soll das bezahlen? Welches Niveau ist zuständig? Europa, die Memberstaaten oder die Regionen? Wie die private Investitionen lanciert? Das sind wichtige Fragen. Um einen also der Konsument, der Bürger. Dem ist es komplett egal, wie es gemacht wird. Die will nehmen, dass es gemerkt wird und dass es funktioniert. Die will, dass wir handeln. Und genau das muss Europa und müssen die Memberstaaten machen. Dezidiert handeln, für bei den Infrastrukturen auch abzuholen. Dezidiert handeln, für das Vertrauen an die digitale Welt zu kriegen. Ich setze mich am Europaparlament dafür an, dass das reüssiert.